Also, mein Superplan sieht vor, dass ich diesen Stift stehle. Irgendwo in diesem Stift versteckt sich ein neuer Plan, der nur darauf wartet, zu Papier gebracht zu werden. Ich muss ihn nur irgendwie da herausbekommen. Ja, das geht ganz einfach. Ich schreibe den hier mal auf und das ist der beste Plan, den ich je hatte. Der ist so bombensicher. Okay, ein Plan also. Komm schon, Rufus, du bist gut in sowas. Du bist super, super, super. Nein, verdammt, bist du nicht. Du hast alles vermasselt. Siegel hatte recht. Der Fahrstuhl ist futsch. Und Deponia wird gesprengt. Kein Plan der Welt könnte das noch aufhalten. Jetzt mal Butter bei die Fische. Ein Plan. Oh, verdammt, mir fällt nichts ein. Ich bin so ein Loser. Nein, du musst an dich selbst glauben, Rufus. Du schaffst das. Du hast drei Teile bisher überstanden. Ein Plan? Oh, ich bin so ein... Na gut, du bist ein Loser. Okay, Heldenfoto ist doch ein super Plan. Ich habe es nicht nötig, immerhin... Wie Beweise zu fälschen? Hier. Irgendwo in diesem... Ich muss ihn... Vielleicht hier? Irgend... Ich muss... Wieso haben wir eigentlich noch diesen komischen... Dingensabdruck vom... Mitschnacker? Ich habe es nicht nötig... Immerhin... Das ist ein Plan. Hier fehlt ein Plan. Okay, können wir vielleicht mit jemandem reden, Toni? Du, das war echt total dufte von dir, dass du mich gerettet hast. Erinnere mich bitte nicht daran. Lass dir lieber schnell was einfallen. Du hast doch sonst immer irgendwelche Ideen. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Ich wollte mich doch nur mal bedanken, aber vielen Dank, dein Vertrauen stärkt mich. Hast du nicht irgendeine Idee? Nein, Rufus. Es tut mir leid. Du hattest recht. Bereits der Plan, Elysium vom Himmel zu schießen... war der reinste Wahnsinn. Aber jetzt ist die Kanone ohnehin durch den Panzer verstopft. Und ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber dir muss etwas einfallen. Du bist doch der echte Bastler von uns beiden. Du irrst dich, Rufus. Ich bin vielleicht ordentlicher, genauer, zuverlässiger, geschickter und um einiges klüger als du. Aber das hier ist nicht die Zeit für bedachtes Handeln. Wenn es jemals den richtigen Augenblick für eine undurchdachte Verzweiflungstat gab, dann jetzt. Aber er hat recht, Rufus. Du kannst das. Nur ein Verrückter würde jetzt noch auf uns setzen. Und das bist du. Genau. Was hier fehlt, ist nicht nur ein weiteres bescheuertes Rufus-Manöver. Wir brauchen den absurdesten Plan, den du jemals ausgeheckt hast. Nicht mehr und nicht weniger als das ultimative Manöver. Wir brauchen Riesenroboter, die so hoch springen können, dass sie nach Elysium reichen. Das lag doch auf der Hand. Komm schon, Rufus. Dir wird etwas einfallen. Ich glaube an dich. Hast du vielleicht eine Idee? Leider nein. Denk doch mal nach. Was würde ich sonst in dieser Situation tun? Ich weiß es nicht. Feuer legen? Das scheint mir wenig zielführend. So bin ich drauf gekommen. Okay, alle verlassen sich jetzt auf uns. Alle haben uns zugesprochen. Wir müssen doch jetzt irgendwas... Ah. Naja, es ist nicht richtig, dass es so besser ist als jeder andere. Ich habe schon zu verlieren. Sieht doch gut aus. Ehrlich gesagt, habe ich genau daran gedacht. Es wird nicht besser, wenn du noch länger daran rumzuppelst. Die Perücke ist nun mal etwas verbrannt, na und? Sei froh, dass wenigstens das Kostüm Oppenbots Absturz überlebt hat. Genau, yippie. So konnte ich meiner eigenen Leiche die Klamotten klauen. Am liebsten würde ich hopsen vor Glück. Meinst du nicht, dass das hier der falsche Moment ist, um sich in eine Zimperlise zu verwandeln? Ist ja schon gut. Meinetwegen kann's losgehen. Na dann, auf nach Elysium. Oh, weia. Hey, Gülchen! Sie wirkt gar nicht nervös. Nicht, dass es einen Grund gäbe, nervös zu wirken. Ich glaube, sie vertraut dir, Rufus. Und das ist, ehrlich gesagt, erstaunlich.
Viel Glück, Rufus. Mit Glück hat das nichts zu tun. Mein Plan basiert zu 100% auf den Gesetzmäßigkeiten des Ereignisdrucks und der Alternativlosigkeit. Ja, das sehe ich aber genauso. Oh, wir können es doch selber angucken. Nee, mit uns selber sprechen? Auch nicht. Sieht nur so aus. Türknopf, keine gute Idee. Oh, na endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rücken? Wessen Hand ist das? Psst, da hinten. Rufus muss sich konzentrieren. Die Deponianer, ach wie süß. Hoffentlich werden wir nicht angehalten. Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also, ich bin es schon mal nicht. Ich auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Brock. Sei nicht albern, Frau. Du vielleicht, Doc? Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich glaube, ich bin es. Das ist nicht das Kabel. Barry! Warte! Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Oh, jetzt sollte es funktionieren. Danke. So, dann wollen wir mal zünden. Jetzt aber. Uh-oh. Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst, chaotisch, doch im Notfallszenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten halten besser mal ihren besserwisser Schnabel, die Dummen. Unser Schnabel, die Dummen. Deponia, ein Fest der Unsinne. Autsch. Oh oh. Das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja, sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal 10. Organons, es ist ein bisschen voll hier, glaube ich. Aber wir sind auf dem Weg nach Elysium. Sie tun, was sie am besten können. Sie stehen mir im Weg rum. Und vor allem die tuscheln alle. Entschuldigung. Dürfte ich vielleicht kurz mal... Ich störe ja nur ungern, aber... Hallo? Ach, Tonk! Amtmann an Deck! Abteilung, stillgestanden! Jawohl, Herr Amtmann! Oha, ich meine, recht so. Prima, dann kommt man jetzt nach da hinten durch. La 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 la, so wird's gemacht, Freunde. Ich hoffe nur, wir finden die auch irgendwo hin. Oh, Backe. Noch mehr von der Sorte. Oh nein, dahinter sehe ich jemanden. Achtung, Amtmann an Deck. Hey, ich sagte Amtmann an Deck. Ja, wissen wir doch schon. Erzählen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Genau. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ja, genau. Immerhin bin ich der Amtmann, nicht wahr? Da hinten ist doch eindeutig der Argus versteckt. Oder der Klites, man weiß es nicht genau. Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen als Amtmann. Ja, klar. Sind Sie sich da auch ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann. Aussteigen, meine Herren. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt, genau. Nanü? Klites? Nein, Argus. Du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm, wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss?
Warte, können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch! Ei, ei, ei. Wut! Fäuste hoch! Aufwärts! Argus? Na, warte. Anhalten! Komm her und kämpfe wie ein Mann! Abwärts! Denkst du wirklich, dass du dich mit solchen Sperränzchen retten kannst? Ja, anhalten! Gib schon auf! Mist, nichts im Inventar? Haben wir hier noch irgendwas, was man... Ein Pedal? Lass das! Drosselglied? Die arme Drossel! Wieso hat sie das verloren? Das muss man wieder rankleben. Die braucht das noch. Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Vorher will ich mich aber mal kloppen mit dem. Das klappt ja nicht so gut. Au! Hey! Drosselglied weg! Das gibt Rache! Und zwar nach oben! Anhalten! Abwärts! Hui! Tja, anhalten? Warum denn? Sehe ich nicht. Ich frage mich, ob das auch mal ein Ende hat irgendwo. Wir können auch so lange plauschen. Pedal. Und aufwärts. Okay, anhalten. Dann nochmal aufs Pedal. Und abwärts. Anhalten. Ja, so kann's gehen. Ich bin der Amtmann, weil ich der Amtmann bin, weil ich der Amtmann bin. Ach, Herr Amtmann, endlich! Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. Mit Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das? Aber sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie, unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol, Amtmann Argus. Der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun... Nein! Stillgestanden! Das Wort hat Amtmann Argus. Nun... Das hat er gewusst. Und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch. Dieser Arsch. Hier neben mir. Da oben auf der Brücke. Der hier vor euch steht. Da oben auf der Brücke auf jeden Fall. Da oben auf der Brücke. Ist bei weitem nicht der einzige. Ist ein Paradebeispiel für unsere... Ist nur einer von 11.000 Ärschen hier an Bord. Oh, das wird eine arschige Rede. Wird schwierig. Wir wollen ja eine flammende Rede. Ist ein Paradebeispiel für unsere Organisation. Der Organon ist, wie das Wort ja schon sagt, eine Organisation aus Ärschen. Jeder einzelne von euch ist ein Arsch. Wir alle sind Ärsche. Ja, nun. Der Organon ist, wie das Wort ja schon sagt, eine Organisation aus Ärschen. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung.
Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Tja, wie komme ich eigentlich dazu? Schaut euch doch mal an, schaut mich doch mal an, schaut euch doch mal um. Schaut euch doch mal unser Logo an. Ja. Ja, Mensch. Schaut euch doch mal unser Logo an. Da hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier sein Hinterteil auf den Kopierer gelegt. Und seither ziert dieser traurige Anblick unser Banner. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterns. Darf es uns nicht Wunder nehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Ha, sehr gut, sehr gut. Nun, ich könnte euch noch 1000 weitere Beispiele geben. Ja. Fakt ist, wir sind hier die Ärsche. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein. Oh nein, ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Ärsche. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lang lebe der Organon! Sind Sie zufrieden? Sehr inspirierend. Wie immer. Sauber. Dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Aber was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Ach so. Die Hymne. Los geht's. Organon. Oh, Organon. Oh, oh, Organon. Organon. Oh, Organon. Was für ein lahmes Publikum. Eigentlich sind Rufus' Gesangskünste hier komplett verschwendet. Trotzdem solltest du ihm helfen, durch Klick auf die Notenlinien die Tonhöhe der Noten zu verändern, bis er die Melodie richtig mitsingt. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Okay, nochmal. Organon. Oh, Organon. Scheiße, ich hab keine Ahnung. Organon. 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 Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Okay, das müsste der Anfang müsste stimmen. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Okay, warte. Was für eine lustige Quest. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Scheiße, ich muss auf die Melodie im Hintergrund achten. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Organon. Jetzt bin ich komplett raus da hinten. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Organon. Scheiße, ich muss halt echt mal auf die Hintergrundmusik achten. Organon. Oh, oh. Organon. Organon.
Non. Fuck. Oh, da hinten bin ich echt raus gerade. Oh, oh. Organon. So müsste es eigentlich sein. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Ja! Ist jetzt der rechtmäßige König! So, können wir jetzt bitte wieder gehen? Oh. Das Lied gibt es übrigens auf dem Soundtrack und natürlich auch beim Endscreen. Huch! Organon!